Ja, hallo Rüberger, wir sind hier nochmal mit Werner Kreisdorf und Marcel Gottschein. Werner habe ich jetzt schon so oft gesprochen, die sind da daneben gespielt. Ich spreche jetzt mal mit dem Marcel. Marcel, du leitest den Werner ja schon viele, viele Jahre und der Werner ja auch nicht. Jetzt sind wir auch gedacht, ne? Ja, das ist klar, ja, die sind da oben. Also, das ist schon mal ein guter Tipp von jemandem, der ganz nah bei Werner ist. Und ja, wir haben heute das letzte öffentliche Training. Genau, das ist das letzte öffentliche Training. Ein anderes letztes Training, weil es ja letzte Woche ein bisschen ruhig abgeht. Und ja, jetzt hier absolviert, dann macht die Karte ein bisschen geschwitzt, also alles gut. Und Samstag geht es dann mit K.O. weiter. Also danke, ich verspreche, kaum ist natürlich mal mit uns, was so passiert und ich bin auf jeden Fall gewinnen, da bin ich mein Bestes und dann schauen wir mal. Ja, Marcel, du hast ja auch viele, viele, viele Jahre geboxt und du spielst mal die deutsche Eiche. Ist da irgendwas geplant? Ah, weiß ich nicht. Kannst du mal gerade mit dem Papier kommen? Also, weiß ich nicht, ich mache mal eine Studie mit Kindern. Ich bin am Kollegen und mit mir selber. Also, vielleicht dürfen wir auch vielleicht dieses Jahr. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es zustande kommt. Ja, also, Rupert, da eventuell werden hier zwei Boxer, die dann Rupertal präsentieren. Der Werner hat sowieso schon mal das Bereich und dann Weltmeister eigentlich gekriegt. Sag mir, wenn man voraus. Ich hoffe es, aber natürlich, ja, wenn wir die zwei Boxer jetzt werden, wir haben ein Jahr lang für Rupertal präsentiert, was das für mich war, ja, wenn wir das Team zusammen und dann haben das alles gemanagt, haben gemacht, aufgebaut, abgebaut, dann wird man noch ein bisschen geboxt halt. Ja. Und deswegen bin ich ein klassischer Abbau, wie es dann auf einmal sehr drin ist. Ja, einfach auch mal so zur Info. Der Werner organisiert, managt seine ganzen Boxkämpfe selber mit der Unterstützung von Marcel und anderen, die da drumherum sind. Das heißt, da sind keine großen Sponsoren außer NK Schlagtechnik und einige andere dahinter. Aber du kannst, glaube ich, noch den einen oder anderen Sponsor brauchen, oder? Ja, klar, man ist immer große Sponsoren. Ich muss ja mal sagen, in den letzten Jahren war immer noch der Schutz daran enorm. Es gibt aber auch welche, die man einmal nennen muss, Eiskopf und Danone, die seit Jahren dahinter mir stehen. Und ABC, die Beneidungsleistung, die stehen auch jetzt seit 2 Jahren, haben wir den ganzen, Tag, weil wir einfach auch gesehen haben, dass ich da in der Atmung im Herzprogramm stehe oder wir alle allgemein, jetzt nicht nur ich, glaube, ich zeige jetzt hier, aber durch die Kultursetzer der Vater ist da auch, dann haben wir eine Höhenversion aus dem Real, ich habe das Skinning dort gemacht, mein Vater ist im Büro, meine Frau, die muss mich auch noch tragen, würde ich mich einfach auch schon mal besser als es. Wir kommen jetzt hier, ich sage einfach, wir sind eine große Familie, ich sage, da werden wir jetzt ja sehen, ganz deutlich, wie dahinter steht, ob es jetzt Marcel's Frau ist, wie ihn jetzt fragen muss. Wir sind nicht ernst, wir fahren uns laufen. Deswegen sind wir alle ein großes Team. Man sieht ja auch da hinten auch immer ein bisschen die Jungs, die da stehen. Wir werden einmal unterstützt. Also wenn man sieht, sieht man noch alles. Das ist immer alles, wir haben ja auch da. Es war meist aber hinten die Band war auch immer so der einzige Typ, wenn man sieht, die ganzen Jungs, die machen auch nicht. Ja, also das auf jeden Fall. Aber nochmal, es ist in diesem Aufwand so ein Kampf zum Kurzbereiten. Und morgen kommt auch mal eine Pressekonferenz. Ups, hier in Wuppertal, jetzt mal die haben wir hier. Marcel, wenn du so ein Training leitest vom Werner, wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da? Schleppt er die Baumstämme wie Rocky durch die Gegend oder ist das also ein bisschen anders auf dir? Ja, also das ist nicht so dargestellt wie ein Rocky, aber das ist schon. Das ist schon enorm, was da ein leichter Aufwand ist. Ne? Also man muss schon richtig diszipliniert sein, 6 Wochen Vorgang, dann geht er richtig los und das ist schon hart. Die Kondition, die Ausdauer, das ist nicht gut. Die Ernährung ist das Schlimmste, höre ich gerade. Was heißt das? Ja, auch wenn ich einen Schritt bin, ich sage ja schon, wenn ich jetzt hier im Training bin, habe ich ja schon eine 10 Kilo. Und ich habe mir einfach als Ziel gesetzt, dass ich mich merke, dass ich als Person dort oder wo dafür ich halt immer, wenn die Monat los von Ernährung auf die Ernährung achte, wie man sieht, dort die Kuh oder Wasser, ab und zu mal lassen und her von der Anwendung und irgendwas mehr gehört. Aber ansonsten ist ja schon schwere Arbeit, halt morgens früh halt gewisse Sachen auch verzichten. Und das, was ich mir gesagt habe, ich esse halt letztes Mal am Tag, spätestens 15 Uhr esse ich letztes Mal. Weil ich habe ja danach das Training machen
und abends zuvor schlagen wir dann ab 18 Uhr bis zum Mittag. Wir sind jetzt schon am Tag zwischen 12 und 13 Uhr. Okay, und wir sagten so, du hast 110 oder 12 Kilo. Wie hast du dann am Samstag? Also ich denke mal, ich würde schon eine 100-Kilo beschreiben. Ich hatte jetzt noch mal schon einen Eingang. Und jetzt dann am Samstag. Ja, bei mir ist ja die Datenstelle, die ist ja dann mit dem Nummer 41 Jahre alt. Nummer 1 ist einfach ins Rot zu führen. Ins Rot zu führen, im Kampf. Ich finde, das ist einfach eine Disziplin. Und dann schon echt enorm an den Nerven. Ja, also nochmal Samstag. Findet das Ganze in Feldbad statt. Eben habe ich ja gelernt, eigentlich ist es ab 16 Uhr, nicht ab 17 Uhr. Im Karten gibt es noch ganz wenige im Vorverkauf, also wer man Interesse hat, wer man möchte, sichert euch die Karten dafür. Ja, wir sind auf jeden Fall dabei und drücken ganz, ganz fest die Daumen. Es hoffe, wird ein sehr spannender Kampf. Bitte nicht ganz so dramatisch wie beim letzten Mal, Werner. Ich versuche es mein Bestes, aber steckt ja nicht drin. Also die Leute, ich habe hier jemanden angeguckt, man sagt schon, der Soldat war beim letzten Mal, aber ich sage einfach mal, die Kerne sind da wieder. Und lass uns mal machen. Hast du ja nicht so, wie man das mal? Ja, nicht so normal, aber ich finde, es sollte schon spannend sein, wo er gerne immer seine Gäste gestritten hat. Sehen wir, dass auch Lappern nicht so ausmacht ist und da die Kämpfe her, sie kommen immer stark zurück und da sieht die Leute, wo Boxkämpfe. Weil da fehlt leider in Deutschland deutsche Boxkämpfe. Die sind alle manche verlesen und das ist genau das Richtige, was die Leute sehen wollen, von der Dramatik. Und dass jemand so stark wieder zurückkommt, das muss man sagen, das ist das, was da draußen war. Wir haben ein paar blöde Kommentare hier bei Facebook auch gehabt bezüglich gekaufte Kämpfe, völliger Quatsch. Ich habe den letzten Kampf gesehen. Also das ist totaler Unsinn. Ja, der Werner möchte auch dazu was sagen. Das ist ein absoluter Unsinn, totaler Unsinn. Weil wer den Kampf einmal gesehen hat oder die Kämpfe gesehen hat von Werner, und das habe ich immer live, der weiß, das ist einfach nur Bullshit. Aber Werner sagt noch was dazu. Ich wollte ja auch reden und denke mal, ich wollte das ja. Ich sage manchmal, der Nein ist der große Erfolg. Ne? Ist ja alles nur Nein, weil die Leute rein. Tut mir leid, ich bin momentan, aber man kriegt einfach nur, dann kriegt keiner so die Reihe. Hier sind sie dabei. Es gibt einen Sänger im Wuppertal, der hat zunächst klar, nennt sich ein Sänger, hat man nie von sich rausbringen, schafft es auch nicht. Er hat den Strom für irgendwelche Probleme, der hat nochmal zu schreiben, da gibt ja irgendwelche Tränker drauf. Jeder, der was will, der weiß, wie ich zu finden bin, tagtäglich. Und zu mir kommt, habe ich gerne ansprechen. Und wenn die einzelnen Dinge nicht machen wollen, dann sind solche Vorgänge, die jetzt machen. Deswegen, ich denke mal, wie gesagt, ich habe jetzt mal einen gesehen, ich glaube, der wird für den Kopf, wenn ich die Kirchen dafür dann habe. Ne? Da müsst ihr es gut übergeben kriegen. Ne? Genau, und deswegen auch, wie gesagt, mal, das ist einfach, das ist ja nur meine Anerkennung. Sie sind noch leid, ist noch nicht ein bisschen Tag von Ihnen. Aber können wir gerne mal Karten mitzubekommen, können wir gerne mal kommen und dann draußen. Also, was hätte noch was dazu? Ja, weil ganz nur Josh Weinstein hat gesagt, das war so ein bisschen leider und ich sehe ja auch hier, weil wenn man Posten oder Posten kriegt, muss man hier zu was schreiben. Wie gesagt, die können alle gerne kommen. Oder wer Werner kennt, der weiß, darf man nicht so was machen. Aber so eine Möglichkeit. Also ich schlage mal folgendes vor, derjenige, der jetzt noch einen Kommentar macht, der schreibt mal mit dem Ring, oder? Ach, wieso? Das war mal so, dann soll ich beschäftigen lassen. Ich habe die Leute und zu tun haben. Ich wollte mal, wie gesagt, mein Punkt ist nur, seit der Anschluss Aufmerksamkeit auf mich gerichtet ist. Also nein, wenn dort so ein Kampf ist, ist es ja, also Hubertal, ihr wisst Bescheid, völliger Humbug. Ich habe die Live-Kämpfe gesehen, also absoluter Quatsch. Ich habe gleich noch den Marco Palo hier vom Mikrofon. Ich freue mich drauf und ich freue mich natürlich auch Samstag. Danke für euch zwei. Wir sehen uns am Samstag. Toi, toi, toi. Und euch den Namen. Vielen Dank auch an meine Mieter schon am Hubertal gestellt. Ich sage jetzt auch schon ein bisschen immer unterstützt. Und einfach dann nochmal danke, dass ihr euch nochmal die Zeit nimmt und die ganze Sache hier unterstützt mit uns. Und uns einfach ein bisschen pusht. Gibt ja auch wieder an. Und wie gesagt, vielen Dank und viel Spaß nochmal.